herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Campus TV. Auch heute erwartet uns wieder eine bunte Mischung von Themen aus dem Studentenalltag. Hier ein kurzer Überblick. Studium statt Profisportkarriere? Unser Reporter Milan hat Tobias Rau getroffen. Bielefelder Teutolab reist nach Spanien. Und zuletzt, was macht Bielefelder Studenten glücklich? Wir haben uns umgehört. Eine Profifußballerkarriere oder lieber ein Studium an der Uni Bielefeld? Sicher keine leichte Entscheidung. Tobias Rau, ehemaliger Nationalmannschaftsspieler, entschied sich für ein Studium hier an unserer Uni. Wie er heute, knapp 3,5 Jahre später, über diese Entscheidung denkt, hat er im Interview mit uns verraten. Wir haben ihn einen Tag lang begleitet. Dienstag, 12 Uhr, Sporthalle der Uni Bielefeld. Ich treffe einen entspannten Tobias Rau. Kurz vor Abschluss des Bachelors zieht er Bilanz zwischen seinem bisherigen Studium und seiner Profikarriere. Wenn ich überlege, was wir da täglich für einen Konkurrenzdruck hatten oder auch den Druck, den man sich selbst macht, weil man gerne spielen will und dieser Druck der Öffentlichkeit, der einen erwartet jedes Wochenende, wenn man in ein ausverkauftes Stadion einläuft. Da muss ich sagen, bin ich sehr abgehärtet. Wenn ich dann hier in der Uni bin, selbst wenn ich schwierige Klausuren habe, mache ich mir da wenig Druck. Das ist gar nicht schlecht eigentlich. Aber ich genieße total die Atmosphäre jetzt hier. Also das ist ein Miteinander, das macht einfach Spaß. Man macht ganz verschiedene Sportarten. Dann kommt natürlich auch sowas wie Turnen oder Schwimmen auf einen zu, wo man sich dann erst ein bisschen reinfuchsen muss. Aber es ist was ganz anderes. Also es macht alles Spaß. Im Profifußball haben Menschlichkeiten halt nichts zu suchen und dieses ganze Pädagogische findet man da auch nirgends. Wenn man Glück hat in Häkchen, dann hat man auch noch einen Trainer von der alten Schule, der einen dann nochmal so richtig zur Sau macht teilweise. Und das gibt es hier natürlich nicht. Also klar gibt es Anforderungen und man muss natürlich auch was machen für die Punkte, die man hier bekommt. Aber das kann man nicht vergleichen mit dem Leistungsfußball. Nach dem Badmintonkurs begleite ich Tobias in die Bibliothek. Hier recherchiert er zurzeit für seine Bachelorarbeit im Fach Sport. Im Master möchte er das Unterrichtsfach Biologie studieren und nach dem Studium als Gymnasiallehrer arbeiten. Gerade nach der Karriere muss man natürlich was machen, was einem Spaß macht. Das sollte keine Notlösung machen und nur weil es sich anbietet, sollte man auch nicht sein Leben lang mit Fußball dann zusammenarbeiten im Beruf. Für mich wäre das zum Beispiel nichts gewesen. Erstmal war es für mich schon nicht ganz einfach, nach der Karriere wissenschaftliche Arbeiten zu verfassen, weil ich mich damit vorher nie beschäftigt hatte. Aber ich denke, so Eigenschaften wie Disziplin oder auch Ehrgeiz oder Pünktlichkeit, die kamen mir da schon zugute. Das konnte ich praktisch aus meiner sportlichen Karriere mitnehmen in die Uni. Also man lernt es natürlich im Studium dann auch mit dem ersten Semester, die Grundlagen. Tobias Herz schlägt aber immer noch für den Fußball. Seinen alten Beruf betreibt er mittlerweile als Hobby. Er spielt beim Amateurclub TV Neunkirchen, für die Unimannschaft und hin und wieder mit ehemaligen Kollegen aus seiner Profizeit. Ja, wir hatten ja gerade ein Spiel mit der Traditionsmannschaft von Arminia Bielefeld. Ja, und das macht immer viel Spaß, ne? Also trifft man alte Kollegen wieder und wenn das Wetter so gut ist wie heute und man dann auch noch hoch gewinnt, dann macht es natürlich viel Spaß. Das ist immer schwierig zu erklären, wenn man sagt, man hat mit 27 aufgehört. Aber wenn ich es dann den Leuten erkläre und erzähle, wie meine Situation war, dass ich halt sehr viel Verletzungspech hatte, dass ich sehr viel umgezogen bin, dass mein großer Wunsch war, noch zu studieren, was ich dann wahrscheinlich mit 34 nicht mehr gemacht hätte, dann verstehen die das auch. Ja, also was vergleichbar ist, sind natürlich so diese Glücksgefühle, die man hat. Das ist im Fußball dann gerade, wenn man vor so einem ausverkauften Stadion spielt, viel, viel höher, als wenn man dann eine gute Klausur geschrieben hat. Aber beides so erzeugt Glücksgefühle. Also Wehmut hatte ich zu keiner Zeit, nachdem ich aufgehört hatte. Ich stehe da hundertprozentig zu meiner Entscheidung, weil würde ich mir die ganze Zeit Gedanken machen, dann würde ich mich, glaube ich, auch verrückt machen. Aber ich genieße es natürlich, wenn ich jetzt noch Fußball spiele. Und ich genieße es auch, wenn ich Fußball im Fernsehen sehe, egal ob es dann Bayern ist oder die Nationalmannschaft oder so. Aber da denke ich nie, ich würde da gerne jetzt noch auf dem Platz stehen, sondern Fieber einfach mit. Dem Fußball wird Tobias also treu bleiben. Und wenn er auch weiterhin so zielstrebig studiert,
geht es für ihn in knapp 2 Jahren ins Referendariat. Chemie, wie soll man Kinder bloß für dieses Thema begeistern? In Bielefeld können Schüler praktisch Chemie erleben. Seit 13 Jahren besteht die Möglichkeit, im Teutolab für die Kinder zu forschen und zu experimentieren. Und auch in anderen Ländern besteht Interesse. Kürzlich war eine Gruppe von Studierenden in Spanien in einer Grundschule. Mixen, schütteln, staunen. Kinder im spanischen Palamos entdecken selbstständig die weite Welt der Chemie. Angeleitet von Oberstufenschülern der Chemiekurse des Einstein-Gymnasiums aus Reda-Wiedenbrück und Bielefelder Studenten des Teutolabs stellen die kleinen Forscher Kunststoff aus Milch her und testen die Wirkung von Zitronensäure. Entwickelt wurden diese Forschungsreihen für Kinder im Teutolab Chemie. Im Mitmachlabor der Uni Bielefeld wurden unter anderem Stationen wie die Milcholympiade, Plastik aus Milch und das Säurelabor entworfen und mehrfach erprobt. Diese speziell für Kinder konzipierten Experimente stoßen auch international auf großes Interesse. So zum Beispiel seit über 10 Jahren in Spanien. Hintergrund der Reise nach Palamos ist die Schulpartnerschaft zwischen dem Einstein-Gymnasium und der Escola Ruy Jiménez innerhalb der Städtepartnerschaft zwischen Reda-Wiedenbrück und Palamos. Seit dem Jahr 2000 ist das Einstein-Gymnasium Netzwerkschule des Teutolab und bietet jährlich den spanischen Kindern Teutolab-Experimente in ihrer Muttersprache an. Seit mehreren Jahren nehmen auch Studierende des Teutolabs der Uni Bielefeld an der Fahrt teil und leiten gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern des Einstein-Gymnasiums die spanischen Kinder beim Experimentieren an. So ging es Ende Mai für die Schüler und Studenten samt Ausrüstung mit dem Bus rund 1500 Kilometer Richtung Süden, aus dem regnerischen Reda-Wiedenbrück bis ins sonnige Palamos. Die Grundschulkinder der katalanischen Kleinstadt erlebten einen aufregenden Tag. Experimentiert wurde nach dem Prinzip des Stationenlernens. In kleinen Gruppen experimentierten die jungen Nachwuchsforscher selbstständig für je 30 Minuten an einer der 3 Stationen und wechselten dann zur nächsten. Nur bei Problemen und Fragen gaben die Tutoren Hilfestellung. Ansonsten hieß es, machen lassen. Im Vordergrund des Tages stand das selbstständige Forschen und Staunen. Beim Experimentieren wurden alle Sinne gefordert. Die Schüler konnten Chemie mit der Nase erriechen, mit Augen und Ohren beobachten, messen und mit den Händen begreifen. Die Zeit an der Grundschule verging wie im Flug. Das Ertönen des Signals deutete das Ende des Teutolab-Vormittages an. Doch nicht nur die Grundschulkinder profitierten von dem Austausch. Die Oberstufenschüler und Studierenden erhielten einen Eindruck in die Struktur und Forschung der Universität Girona. Die Universität Girona arbeitet verstärkt im Bereich der analytischen und Umweltchemie. Ein Projekt betrifft zum Beispiel die katalytische Reinigung von Wasser mit Hilfe von Sonnenenergie, wozu die Studenten auch einen Blick in die Labore warfen. So war es für alle eine gelungene Exkursion. Die Quarkbilder und die Figuren aus Milch konnten die Schüler anschließend mit nach Hause nehmen. Zum Dank malten die Kinder zahlreiche Bilder, auf denen experimentierende Kinder und lächelnde Menschen zu sehen sind. Das Projekt Teutolab an der Escola Ruy Jiménez soll auch weiterhin begeistern. Tolle Aktion. Und heute haben wir hier die Leiterin des Teutolabs bei uns im Studio. Guten Tag, Frau Kose-Höhinghaus. Hi. Schön, dass Sie da sind. Im Beitrag haben wir gesehen, dass es das Teutolab jetzt seit 13 Jahren gibt. Könnten Sie mal die Grundidee noch mal kurz zusammenfassen? Ja, wir sind 1999 angefangen als absolute Pioniere und zwar mit dem Ansatz, dass wir Motivation schaffen müssen für Kinder und Jugendliche für die Naturwissenschaften und Motivation insgesamt dadurch, dass man selber was tut und nicht einfach nur Texte liest oder Dinge im Fernsehen sieht. Selber experimentieren, das war das Wichtige. Und die Idee hat sich ja auch im Hause weit verbreitet, oder? Genau, wir haben erstmal gestartet in der Chemie, weil ich ja Chemieprofessorin bin. Und da kann man natürlich tolle Experimente auch machen, aber wir haben die Idee verbreitert dann in die Physik, in die Mathematik, Biotechnologie, Robotik und hoffentlich ist das noch nicht das Ende. Und die Studenten hier an der Uni können da auch mitwirken, also inwiefern können sie mitwirken? Ja, die Studierenden nehmen natürlich die Betreuerrolle wahr bei den Experimenten, das heißt, sie machen Supervision, was da passiert, greifen aber eigentlich nicht in die Experimente ein, sondern versuchen nur so ein bisschen eben zu führen oder Fragen zu beantworten, agieren sozusagen als Mentoren. Und das ist natürlich für ihr eigenes Studium auch sehr wichtig. Einerseits, wenn man also Lehramt studiert, dann kann man sozusagen schon mal erproben, wie sich das mit Kindern oder Jugendlichen in der
klasse gestaltet. Aber auch wenn man so normal, sage ich jetzt mal, eine Naturwissenschaft studiert, dann kann man üben, wie man Leuten Naturwissenschaft erklärt, ohne dabei auf abgedrehte Fachausdrücke zurückzukommen. Wir haben im Beitrag ja gesehen, dass die Studenten jetzt in Spanien waren. Mhm. Besteht auch noch in anderen Ländern Interesse? Ja, wir haben also damals angefangen mit internationalen Aktivitäten beim ersten European Open Science Forum. Das war damals in Stockholm. Dann waren wir auch auf der Expo in China und haben dort jetzt inzwischen zwei Teuto-Labs in Shanghai. In Thailand wurde jetzt das Teuto-Lab-Konzept auch in Bangkok umgesetzt. Da haben wir sehr rege Interaktionen. Es gibt ein Teuto-Lab in Ägypten. Und es gibt also demnächst wahrscheinlich wieder Open Science Forum in Kopenhagen. Und dann haben wir eben die Interaktion mit den Partneruniversitäten, am längsten eben schon mit Girona und Palamos in Spanien. Ja, schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Deutsche Kinder und Jugendliche sollen laut einer aktuellen UNICEF-Studie eher unglücklich sein. Aber gilt dies auch für die jungen Erwachsenen, die Studenten hier an unserer Uni? Wir haben uns umgehört. Voll geil, ey. Bin voll gut. Passen wir überhaupt in ein Bild rein? Jetzt komm doch, Alter. Werde ich nicht geschminkt noch vorher? Wo sehe ich denn die Frage? What do you need to have a really good day today? Was müsste heute noch passieren? Das ist eine gute Frage. Das ist voll die komplizierte Frage. Ja, auf jeden Fall die Sonne. Dann habe ich eigentlich immer gute Laune. Wenn ich die Leute sehen kann, die ich sehen will. Und ich hoffe, die Uni geht schnell vorbei. Es dürfte heute nicht mehr regnen. Die Sonne müsste rauskommen. Ich sollte mir mehr überlegen vorher, glaube ich. Die Uni ganz erfolgreich abschließen mit den Vorlesungen und sowas, alles erstmal mitnehmen. Ja, und dann sollte man sich abends noch einen schönen Abend machen mit den Kollegen. Der Wetterbericht sollte endlich mal stimmen und er sollte lauten, dass das Wetter auch in den nächsten Wochen genauso sonnig bleibt. Nichts mehr. Es ist schon perfekt, so wie es ist. Ich habe alles erreicht, was ich heute haben machen möchte. Ich habe mich gerade um eine Position beworben hier in der Uni und was ich nur noch bräuchte, ist die Zusage dafür, auch wenn ich das Vorstellungsgespräch noch nicht hatte. Es müsste eventuell noch eine Stelle hier in der Uni frei werden, die mir eben offeriert wurde, wo eventuell noch, wenn Formulare ausgefüllt werden, ich die Stelle bekommen würde. Dann wäre es ein schöner Tag. Also, wenn wir mehr Freizeit haben, weniger Stress, dann wir sind einfach mehr glücklich. Dass wir mit unserer Präsentation fertig werden. Genau. Das wäre schön. Ja. Alles müsste ausfallen und dann könnte ich nach Hause gehen und dann hat mein Freund am besten schon für mich gekocht. Außerdem sollte sich die Versicherung noch melden, weil ihr Handy kaputt ist und vielleicht, wenn die sich melden, wäre es auch schon ein guter Tag. Also erstmal muss das Training gleich gut laufen. Also wir sind auf dem Weg zum Sport. Dass länger die Sonne scheint und dass die Überschwemmungen im Osten sich langsam abebben. Ich würde mich gerne mit meinem Freund vertragen. Und es müsste was ausfallen, würde ich sagen. Nee, Quatsch. Ich bin nur noch eine Vorlesung hier, also das ist in Ordnung. Mein Tag ist eigentlich ganz, ganz entspannt. Es müsste heute Abend was super Leckeres zu essen geben. Ich hoffe, ich habe noch was zu essen zu Hause. Die Vorlesungen sollten noch ganz interessant laufen und das Wetter sollte möglichst schön bleiben, weil ich nachher noch zu meinem Pferd fahre und dann mit dem rausgehen möchte. Ich bin zufrieden. Nettes Märchentreffen oder so? Die Sonne muss scheinen. Ja. Und wir brauchen Schokolade, deswegen sind wir auch gerade hier unten. Ich würde heute dann meine Schlüssel für die neue Wohnung kriegen. Dann wäre es perfekt. Dass ich meine Pflicht hinter mich bringen kann, dass ich dann noch Zeit habe, um was Entspanntes zu machen mit Freunden oder so. Schwimmen und Tutorium fällt aus und wir können vorher nach Hause gehen. Ich möchte was gewinnen. Nein. Weltfrieden. Es wäre sehr schön, wenn die nächste Vorlesung ausfallen könnte. Dann würde der Tag für mich perfekt sein. Dann hoffe ich mal, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen. Das war's auch schon wieder für heute. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!